Herzlich willkommen zur Osterfeier aus der evangelischen Paulusgemeinde in Berlin-Zehlendorf. Das ist ein ungewöhnliches Format in einer ungewöhnlichen Zeit. Aber einen Vorteil hat es. Wir können auf diese Weise an dem Ort anfangen, an dem auch Ostern damals anfing in Jerusalem. Wir sind hier auf dem alten Kirchhof der alten Dorfkirche in Berlin-Zehlendorf. Um uns herum Gräber und Grabsteine, Grabkreuze. Hier haben Menschen, ihre Mütter, ihre Väter, die Großeltern und auch ihre Kinder zu Grabe getragen. Hier wurde eine Menge geweint auf dem letzten Weg, den sie zusammen hatten. Ich habe als Pfarrer viele Menschen beerdigt und habe viele Tränen mitbekommen. Aber die Trauernden haben mir auch etwas anderes ganz schön oft erzählt. Sie haben mir erzählt, dass es Momente nach dem Abschied gab, an denen sie wussten, dass ihre Verstorbenen auf einmal ihnen trotzdem nahe kamen. Physisch intensiv, ganz anders und trotzdem wirklich da. Davon haben sie mir erzählt. Es gibt es tatsächlich, das Leben nach dem Tod. Davon erzählt die Ostergeschichte. So steht geschrieben bei Markus im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Ostergemeinde, diese Wochen vor Ostern, die haben wir uns wahrhaftig anders vorgestellt. Es stimmt schon, in der Tradition sind das zwar Wochen der Unterbrechung, das sind Fasten, Passionszeit, aber diese Unterbrechung hat niemand gewollt. Ausgerechnet der Frühling, den wir sonst als so lebensfreundlich schätzen, hat die unsichtbare Gefahr gebracht. Und auf einmal mussten wir uns mühsam an ein Paradox gewöhnen, dass fürsorgliche Nähe auf einmal im Abstandhalten besteht. Und uns kam etwas zu Bewusstsein, was unsere Großeltern schon lange wussten, dass nämlich volle Regale, offene Grenzen und überhaupt das Leben an sich so selbstverständlich nicht sind.
behaupte jetzt niemand vorschnell, alles habe irgendwie auch etwas Gutes. Ich glaube, so leichthin optimistisch darf man auch zu Ostern nicht reden. Es bleibt dabei, dieses Osterfest, dieser Frühling liegt im Zwielicht. Wie das erste Osterfest damals in Jerusalem auch schon im Zwielicht lag. Es war nämlich an einem Morgen ganz früh, da sind sich alle neutestamentlichen Berichte einig. In diesem Übergang zwischen Nacht und Tag, da lag noch das Dunkelheit, Karfreitag in der Luft. Und zugleich im Übergang waren schon rosarot am Himmel die ersten Strahlen der Sonne zu sehen. Im Zwielicht kamen die ersten Frauen zum Grab und fanden es leer. Und in diesem Moment war für sie nicht alles gut, sondern mit den ersten Strahlen dämmerte nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als nur die Möglichkeit, dass dieses Mal das Leben gewonnen haben könnte. Die Frauen waren keine Optimisten und Pessimisten erst recht nicht. Die Frauen am leeren Grab, das waren Possibilisten der ersten Stunde. Possibilist, so nennt man einen Menschen, der nicht resigniert bei Gefahr, aber auch nicht irgendwie naiv optimistisch davon ausgeht, alles werde schon irgendwie wieder gut. Ein Possibilist hat einen realistischen Blick für die Gefahr und glaubt trotzdem bis zum Erweis des Gegenteils, dass aus allem, auch aus der größten Not etwas Gutes werden könnte, dass sich aus allem etwas finden lässt, etwas lernen lässt, etwas bessern lässt, was gut ist und was schön. Noch haben wir das rettende Medikament nicht gefunden und trotzdem haben wir etwas, was wir dem Virus hier und heute schon entgegensetzen können. Etwas, was unendlich wertvoll ist, nämlich unsere Haltung. Eine Haltung, die der Resignation genauso widersteht wie der Naivität, sondern eine Haltung, die davon ausgeht, dass wir in allem, auch in diesen Wochen, etwas finden können, was gut ist und was schön. Eine Haltung, die sich aktiv nach dem auf die Suche macht. Das ist etwas, was man vom leeren Grab damals in Jerusalem heute hineinnehmen kann in unsere Wochen. Aus allem, sogar aus dem Finstersten, lässt sich etwas gewinnen und finden, was gut ist und was schön. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Osterglaube Wunder wirken kann. Wir haben es doch erlebt, wenn schon der Kleinglaube an einen Mangel an Nudeln oder mehr leere Regale zur Folge hatte, wie viel mehr zuzutrauen ist dann einem Glauben, der an die Möglichkeit von Glück glaubt, bis zuletzt. Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So geht hin alle Wege, die vor euch liegen, im Frieden und mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.